Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Medium Producers. Wie ihr im Hintergrund schon seht, wir sind wieder in Subnautica drin. Und wir waren ja letzte Folge auf der Aurora, haben da alles abgeklärt. Ich habe mir überlegt, was wir jetzt machen könnten. Und dann ist mir eingefallen, wir haben ja hier noch einige Rettungskapseln. Und unsere schöne Seemotte kann ja jetzt auch 300 Meter tief. Das heißt, diese Folge werden wir paar viele Lifepods abklappern. Ich muss nur einmal eben schauen wegen Inventar. Ja, wir machen mal eine Energiezelle einfach für die Seemotte, damit wir für unterwegs was haben, weil wir haben noch nicht die Ladestation dafür. Das heißt, dadurch haben wir jetzt auch wieder einmal Platz eingespart. Ich habe eigentlich überlegt mal, ob ich mir eine Mod installiere, einfach nur Quality of Life Mod, wo ich dann Items stacken kann. Aber ich weiß nicht, ob ich das nachträglich machen kann und ob das dann nicht Probleme machen könnte. Larry, wenn du das hier siehst, vielleicht weißt du es ja, dann kannst du es mir in die Kommentare schreiben oder sagen. Ansonsten schaue ich das selber nochmal nach. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's, well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. Should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. Das war jetzt eigentlich gar nicht mein Plan. Aber scheinbar in einer halben Stunde. Das heißt, wir gehen trotzdem jetzt erstmal zu einem der Lifepods. Bei dem waren wir noch nicht. Lifepod 19, ja 300 Meter Tiefe, ne, dann, das ist Lifepod 13, den wir aktiv haben. Waren wir scheinbar auch noch nicht. Dann erstmal zu Lifepod 13, wir müssen ja sowieso noch die Zeit totschlagen, bis dann Sunbeam kommt hier. Ist schon mal sehr gut, dass ich eine Energiezelle noch gecraftet habe. Wir haben nämlich nur noch 26 Energie. Ja, vielleicht finden wir jetzt auch innerhalb der nächsten Folgen dann mal die Energiezellen-Ladestation. Und dann muss ich auch endlich mal das machen, was ich sowieso schon die ganze Zeit gesagt habe. Mal offline farmen und vielleicht auch mal offline anfangen, die Basis schon mal zu bauen. Weil ich glaube, das ist nicht so interessant. Nur sollte ich es auch mal machen. Nur bin ich nicht, wenn ich gerade am Zocken bin, im Moment viel zu sehr mit Elden Ring beschäftigt. Not gonna lie. Wieso war ich noch nicht bei der Kapsel? Also hier hätte ich ja easy hingekommen. Jetzt haben wir was bekommen, was wir schon hatten. Integrating new PDA data. Mehr ist sie nicht. Bin ich ja jetzt schon keiner enttäuscht. Oh, potenziell Loot. Obwohl, waren wir hier schon? Da ist eine Gravitationsfalle. Die haben wir immer noch nicht. Jetzt haben wir sie endlich mal. Hier ist der Höhleneingang. Ja, da ist auf jeden Fall was. Und ein komischer Wurm. Hey, du. Bist aber ein komischer Wurm. Ja, ja, passing 100 Meters. Energieladestation. 1 von 2. Aua. Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität. Hier ist noch was. Da ist noch eine PDA. Die Wand da. Lebende Wand. Ja. Was auch immer mir die bringt. So ein PDA. Aber sonst nichts Wichtiges. Ja, so ein Observierungsraum oder was auch immer haben wir schon. Du Hund! Hallo, kannst du mich mal in Ruhe lassen? Wir schauen hier mal noch, ob hier sonst noch was ist. Ansonsten gehen wir gleich zum nächsten Lifepod or so. Geht's hier raus? Ist hier ein möglicher Ausgang? Muss ich jetzt nicht den anderen Ausgang suchen? Könnte eng werden. Aber wir sind raus. Sehr gut, sehr gut. Rettungskapsel 12 auf dem Meeresbogen gesunken. Bro, ich kann echt nicht ordentlich fahren, ne? Oh, ein Lifepod. Haben wir Lifepod 6 schon abgefrühstückt? Ja, passing. Scheinbar waren wir hier auch noch nicht.
Okay, Leuchtfackel. Das war auf dem Weg entspannt noch einen anderen Live-Pod abgefrühstückt, zu dem wir eigentlich gerade gar nicht wollten, aber hat geklappt. Hallo, Live-Pod 12. Ja, ich lass mal lieber kurz Licht an. Ich weiß nicht, warum das auf einmal diesen Bug hat. Verpiss dich. Detecting volcanic activity and several unusual electromagnetic signatures in the region. Exercise caution when diving deeper. Welcome aboard. Das war kurz und schnell. Live-Pod 19, 300 Meter Tiefe. Wie weit von uns entfernt? 2 Kilometer. Ist das jetzt noch weiter hinten, oder? Oh, hier ist Crash-Site. Ja, passing sogar 200 Meters. Was war das denn gerade? Modifizierungsstationsfragment. Wichtig. Modifizierungsstationsfragment. Wichtig. Modifizierungsstationsfragment. Wichtig. Direkt fertig abgefrühstückt. Ja, mir gefallen diese Stromstöße hier nicht, die ich die ganze Zeit höre. Wusste ich doch. Verstärkter Tauchanzug. Energieladestation-Fragment. Brauchte ich davon nur 2? Wenn ja, geilo. Geil, davon brauche ich nur 2. Geil. Haha. Oh, das heißt, ich muss wirklich demnächst anfangen mal mit Basisbau und so. Langsam kriegen wir immer mehr good stuff. Was ich wirklich nur noch immer noch brauche, ist die Dockstation. Hier haben wir, glaube ich, auch wieder ein paar Tauchdockfragment. 1 von 2. Tauchdockfragment. Bro, ich bin an der richtigen Crash-Site angekommen, Alter. Genau das, was ich brauchte. Krebstorpedoarmfragment. Wärmekraftwerkfragment. Da kann ich rein. Weil wir müssen auch bald zum Sunbeam los. Und das würde ich schon noch gerne in dieses Video machen. Aber wir haben noch 11 Minuten Zeit. Vielleicht ich schau gleich mal, wie weit wir noch weg sind. Von dem Live-Pod. Dann gehen wir erst kurz dahin. Darunter müssen wir. Aber hier ist auch nichts weiter Wichtiges. Ich weiß nicht, warum, was das für ein Fehler ist mit diesem Doppelding, aber da wir damit jetzt fertig sind, gut, dass das so nah war von der Crash-Site, Alter. Heißt, wir können eigentlich erstmal Richtung Sunbeam. Wait a second, warte, wie weit bin ich gerade von zu Hause weg? Ja, nicht weit. Die 500 Meter kann ich nochmal kurz fahren. Ich meine, zu der Insel, zu der wir jetzt geleitet werden, ist sehr viel Alien-Technologie. Könnte man potenziell mal diese lila Tafel mitnehmen und schauen, ob man da was machen kann. Ja, Notsignal, ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich. Hier ist erstmal das. Nur noch 2 Minuten Zeit. Hier ist eine kaputte lila, ne? Violettes Tafelfragment. Aha. Das ist jetzt legit das erste Mal, dass ich hier reingehe. Bro, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das jetzt in 2 Minuten schaffen. Dieser Planet hat einfach 2 Monde. Okay, okay, okay. Das Ding fährt aus. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hätte eben ausstellen können. Schon was Stylisches mit dem Mond dazu. Ihr könnt mich schon sehen. Ich kann nicht mehr euch sehen. Weiß es nicht. Change course. Set thrusters to full.
Ja, war das nicht wundervoll? Wir schauen mal kurz hier rein, weil ich glaube, das ist nicht wirklich groß. Ja, jetzt fährt das Ding wieder zurück. Bro, ist es doch größer als gedacht? Bro, es ist doch so viel größer, als ich erwartet habe. Geil, noch so ein Würfel. Was auch immer er mir bringt. Unknown language. Attempting translation. Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Bro, was ist das? Also das sind gerade legit alles Sachen, die ich first time sehe. Weil, ja, war halt noch nie hier drin. Bro, wie groß ist das? Das ist jetzt not so big erwartet. Die vielleicht die Ionenwürfel nicht wegpacken sollen, damit hier was ist, oder? Ich glaube, wir gehen hier nochmal wann anders hin. Weil da jetzt mein Inventar halt einfach voll ist. Es ist auf jeden Fall crank, was hier abgeht. Warte, was? Ja, ich sehe jetzt gerade erst Aurora, Treffpunkt, trockenes Land. Haben wir doch auch erst gerade neu bekommen, ja. Okay, Leute. Das war's jetzt hier erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, würde mich freuen. Und ja, wir haben heute viel erreicht in dem Video. Wir haben viel bekommen an Baustuff und hast nicht gesehen. Gut Fortschritt gemacht auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, haut rein. Halt die Fresse. Ich hab grad keinen Fluid Intake. Und dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!